Absolut. Vorher haben wir noch eine tolle Nachricht, die ja vor dem Spiel verkündet wurde. Verlängerung mit Ilkay Gündoğan. Ist das eigentlich ein Mutmachen? Wir glauben an dich oder weiß man ganz genau, der Junge kommt schon wieder auf die Beine und wir sind froh, dass wir ihn noch ein Jahr länger halten können? Ja. Klar kommt Ilkay auf die Beine. Das ist einfach so komplett keine schreckliche Verletzung, also viel schlimmere. Er kann im Alltag alles machen, er kann nur keinen Fußball spielen. Und natürlich kommt Ilkay wieder und wir sind sehr glücklich, dass er zu der Verlängerung gekommen ist. Also Ilkay hätte sogar mit der Verletzung, also wenn er einen sportmedizinischen Test bestanden hätte, was im Moment ein bisschen schwierig, aber zu jedem Verein wechseln könnte, auch nach einem Jahr. Da merkt man, was der Junge sich in der relativ kurzen Zeit für einen Ruf erarbeitet hat. Und wir haben jetzt, er wollte jetzt einfach nur ein Jahr machen, weil jetzt will er erstmal fit werden und dann ist alles möglich. Also ich glaube, dass wir uns relativ gut verhalten haben in der ganzen Zeit, sind cool geblieben, haben keinen Druck ausgeübt und wer weiß, vielleicht sagt er dann nächstes Jahr, hier ist so cool, was soll ich bei den anderen, die mich mit Geld zuschmeißen, bleib hier. Und dann haben wir noch ein bisschen was an ihm, aber jetzt muss er erstmal fit werden und ich wäre schon froh, wenn er nach der Vorbereitung einfach wieder einsteigen könnte, so ganz normal. Ich wollte auch nicht die WM irgendwie nicht absagen für ihn, nur er kann für uns nicht mehr Bundesliga spielen, das sind noch ein paar Wochen. Vielleicht kann er ja dann bis dahin wenigstens ein WM-Spiel, ich weiß es nicht, wird man sehen, aber für in den 4 Wochen ist, glaube ich, noch Bundesliga, da wird es halt nichts, weil er gar nicht trainiert. Jürgen Klopp, vielen Dank für den Besuch und viel Spaß in Berlin. Danke sehr. Jürgen Klopp, sehr entspannt heute. Ja, ich mag ihn aber auch impulsiv, leidenschaftlich und wenn ich mir überlege, dass sein Gesicht jetzt schon mehr gekostet hat als das von Harald Glöckler, macht er doch eine gute Figur. Wen du alles kennst, Mehmet. Hat Spaß gemacht wieder. Mir auch.